Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen heute über das Projekt Bettensteuerung an der Universitätsmedizin Mainz berichten. Bei diesem Projekt geht es darum, dass wir versuchen, zusätzliche Kapazitäten an freien Betten zu generieren. Wie wollen wir dabei vorgehen? Dies ist unter anderem in dem Kontext zu sehen, dass wir versuchen, in der Thematik Zentrenbildung uns zu verstärken, die an den tatsächlichen Patientenbedarfen und damit an den tatsächlichen Bettenbedarfen ausgerichtet sind, sodass wir im Rahmen von Flexibilisierung von Belegungsmöglichkeiten ökonomische Effekte und auch eine Optimierung der Bettenauslastung entsprechend generieren können. Dies versuchen wir im Zusammenhang mit modernen Belegungskonzepten wie Same-Day-Surgery, Wochenendschließungen und ambulanten Versorgungsstrukturen vor allem im Bereich ambulanter Operationen zu gewinnen und entsprechend umzusetzen.